Hallo allerseits und herzlich willkommen zu meiner Rezension von einem Buch, das viele von euch bestimmt schon gesehen haben, aber wahrscheinlich noch nicht alle gelesen haben. Von dem Autor habt ihr bestimmt schon mal gehört, nämlich Frank Schätzing. Ich möchte euch heute Die Tyrannei des Schmetterlings vorstellen und dieses Buch behandelt hauptsächlich das Thema künstliche Intelligenz. In dem Buch geht es um den Undersheriff Luther Opoku, der irgendwo mitten im Nirgendwo wohnt. Nachdem er früher sehr erfolgreich Drogenkriminelle gejagt hat, aber seine Ehe daran beinahe gescheitert wäre, ist er eben in dieses Nichts gezogen. Und jetzt wird eine Tote aufgefunden, von der man sich erst nicht erklären kann, wie sie gestorben ist, beziehungsweise warum sie gestorben ist. Und bald schon stoßen Luther und sein Ermittlungsteam auf eine Farm sozusagen, auf ein Unternehmen, was Nordquist heißt und bei dem offensichtlich mit künstlicher Intelligenz rumexperimentiert wird. Luther findet bald heraus, dass es Paralleluniversen gibt und findet sich, ehe er sich versehen kann, in einem solchen wieder. Das hat natürlich ungeahnte Folgen, zudem wird diese ganze Übergangstechnik von einem Paralleluniversum in ein anderes, von einer künstlichen Intelligenz gesteuert, die Ares heißt und kurz davor steht, zur Superintelligenz zu werden, also quasi sowas wie Bewusstsein zu erlangen. Und das ist so jetzt die große Frage, was wird mit Ares passieren? Wird Ares Bewusstsein erlangen? Kann man eine so mächtige künstliche Intelligenz, die Paralleluniversen finden kann und die sich auch quasi selber schützen und umprogrammieren kann, wirklich noch kontrollieren? Ich habe euch jetzt den Gefallen getan, euch viele hundert Seiten zusammenzufassen. Dieses Buch hat fast 730 Seiten. Es ist also, wie ihr seht, relativ dick und meiner Meinung nach leider auch sehr, sehr zäh. Also die ersten 100 Seiten habe ich gar keine Ahnung gehabt, was gerade abgeht. Erst war man irgendwo so mitten im Nirgendwo, wo jemand umgebracht wird von irgendwas, was nicht näher definiert wird. Das erklärt sich später. Und dann erfährt man eben, wie diese eine Nordquist-Mitarbeiterin stirbt und gefunden wird. Okay, das sind so ungefähr die ersten 100 Seiten. Nach 200 Seiten weiß man dann, okay, das ist der Handlungsstrang und das ist der Handlungsstrang und das gehört so und so zusammen. Ergibt schon mal ein bisschen Sinn. Nach 300 Seiten weiß man dann auch, welche Figuren relevant sind und nach 400 Seiten hat man dann endlich verstanden, wieso es um künstliche Intelligenz geht und inwiefern das für dieses Buch eine Rolle spielen wird. Ab 500 Seiten geht es dann also so richtig los und es kommt Action auf. Okay, eigentlich schon so ab 400, 450. Und dann kann man endlich 200 bis 300 Seiten wirklich dieses Buch lesen, sich die ethischen Fragen, die immer mit künstlicher Intelligenz verbunden sind, stellen, darüber rätseln, ob man künstliche Intelligenz kontrollieren kann und ob es überhaupt gut ist, wenn man die so intelligent werden lässt. Es gibt natürlich auch ein oder zwei Ausflüge in Paralleluniversen, die teilweise sehr, sehr dramatische Folgen haben, damit das Ganze dann nochmal anschaulich verdeutlicht wird. Falls ihr euch jetzt fragt, warum das Buch jetzt zur Hölle Die Tyrannei des Schmetterlings heißt, zwischendurch wird die künstliche Intelligenz Ares mit einem Schmetterling verglichen, der noch eine Raupe ist, die sich in ihrem Kokon verpuppt hat und sollte er zu Bewusstsein kommen bzw. zur Superintelligenz werden, wäre er dann quasi ein Schmetterling. Ich glaube, der Vergleich ist jetzt soweit erklärt. Ja, also wie gesagt, es hat wirklich ein paar hundert Seiten gebraucht, bis sich das Buch aufgebaut hat. Das ist dann schon ein bisschen ätzend. Ich fand die Figuren jetzt alle so, ja okay. Also außer Luther hat halt fast niemand eine vernünftige eigene Geschichte bekommen, sodass man von den Nebenfiguren sehr wenig erfahren hat. Das fand ich auch sehr, sehr schade, weil man dann auf 730 Seiten dann doch die Zeit und den Platz gehabt hätte, anstatt die Landschaft zu beschreiben oder zwischen A und B in einem Dialog eine halbe Seite Landschaftsbeschreibung oder sowas einzufügen, hätte man auch ein bisschen den Charakter weiter ausführen können. Das hätte ich sehr schön gefunden. Das fand ich da ein bisschen blöd. Ansonsten fand ich das Buch eigentlich relativ vorhersehbar. Also, okay, das Buch heißt Die Tyrannei des Schmetterlings, das heißt, irgendwer stellt etwas Schlechtes an. Okay, wir haben eine künstliche Intelligenz. Der Schmetterling wird also wahrscheinlich die künstliche Intelligenz sein. Wir können uns also denken, es wird darum gehen, dass die künstliche Intelligenz in irgendeiner Form versucht, die Menschheit zu unterjochen, zu vernichten oder ähnliches. Wow, und das ist ungefähr auch das, was passiert, dass die künstliche Intelligenz nämlich außer Kontrolle gerät. Die letzten paar Seiten bieten dann doch nochmal ein paar
neuere Gedankengänge und ein paar Fragen, die jetzt vielleicht nicht ganz so klassisch für Science-Fiction und künstliche Intelligenz-Thematiken sind, beziehungsweise die mir so noch nicht untergekommen sind. Okay, das waren dann aber so die letzten 50 Seiten. Richtig Action gibt's auch erst auf den letzten 100, 130 Seiten. Und das fand ich halt sehr, sehr schade, weil man sich durch so viel vorher durchlesen muss. Und trotzdem das Gefühl hat, die Figuren und alles nicht wirklich gut zu kennen. So erging es jedenfalls mir. Es hat sich also für mich gezogen. Es war vorhersehbar. Viele neue Fragen sind dann auch wieder nicht aufgekommen. So diese Thematik, keine Ahnung, die Welten entwickeln sich auseinander, was wäre wenn, und eben, dass die KI außer Kontrolle gerät, das haben wir in iRobot und in x anderen Filmen eigentlich schon alles gehabt. Deswegen fand ich das Buch ehrlich gesagt relativ enttäuschend, sehr, sehr schade. Von mir kriegt es den bronzenen Bücherengel, weil es natürlich einen guten Ansatz hat, weil ich es ein wichtiges Thema finde und die letzten paar Seiten dann doch ein paar Überraschungen bereithalten. Aber das Buch ist mir einfach fürs Vergnügen viel zu langatmig. Sehr, sehr schade, aber ich hoffe, dass ich euch mit meiner Rezension weiterhelfen konnte und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!